Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einer neuen, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es eine weitere Folge von der Spielerkarriere von Harami Salami. Denn in der letzten Folge konnten wir ja ein Spiel spielen und da konnten wir leider nicht so überzeugen. Ich hoffe aber, dass wir in dieser Saison den Trainer überzeugen können. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt dem Video doch gerne eine positive Bewertung, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr in der Zukunft zu verpassen. Ich würde mich freuen, wenn wir auf dieses Video wieder die 3 Likes packen würden. Würde mich riesig freuen. Ich würde sagen, wir starten jetzt ins Video rein. Denn eine Nachricht liegt, aber mich juckt nicht, ob Dominic Gabe wieder spielen kann, denn es geht nur um Harami, denn der soll sich entwickeln. Zuerst einmal muss Harami aber trainieren. Mal wieder kein gutes Training vom guten Salami. Und jetzt haben wir hier nochmal, sind wir kurz vor dem Spiel gegen Burton Albion und bekommen nochmal ein paar Ziele vom Trainer. Aber natürlich müssen wir hoffen, dass wir natürlich eingesetzt werden, um diese Ziele zu erfüllen. Und wir dürfen natürlich nicht spielen. Und wir gewinnen ausnahmsweise mal wieder ein Spiel. Trainieren mal wieder. Und Salami, was ist denn los, Mann? Du musst mal gut abschneiden in dem Training. Kein Wunder, dass dich der Trainer nicht einsetzt. Wir stehen das Spiel gegen Oxford bevor und wir dürfen mal wieder ran. Salami wird spielen. Aber erstmal gucken wir uns doch mal im Büro die Sachen an. Aber da steht, der Trainer will uns die Chance geben. Und ich würde sagen, wir gehen in Spiel 1 von 2 in dieser Episode rein. Hier sieht man auch nochmal die Startausstellung Salami mit einer 65, wie man es ist, einfach einer der besten im Kader. Aber der Trainer hat einfach nicht das Vertrauen. Ich weiß nicht, ist er vielleicht unsympathisch? Keine Ahnung. Aber wir starten jetzt in das Spiel gegen Oxford United. Und jetzt steht der Stürmer von Oxford United im Mittelkreis. Und jetzt beginnt das Spiel zwischen Oxford United und Wickenby und den Wickenby Wanderers. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn was Interessantes passiert. Bis gleich. Jetzt sind aber mal die Gäste vorne. Ball in die Mitte. Aber ist noch nicht ganz geklärt. Aber dann hat ihn der Keeper, ja? Bis zu dieser Chance ist in den ersten 20 Minuten nicht viel passiert. Das muss man einfach so klar und deutlich sagen. Aber gut. Aber das sind ja erst die ersten 20 Minuten. Da kann noch viel passieren. Jetzt haben wir Salami, der hier wieder den Ball verteilt. So Leute, ich muss nochmal einschalten. Es schaut nicht gut aus für uns. Wir haben eine 4,0 Bewertung. Das ist sehr, sehr schwach. Aber vielleicht jetzt mal die Möglichkeit. Aber das dauert viel zu lange, Mann. Wieso brauchst du so lange? Wie kann man denn so lange brauchen? So, jetzt geht's in die Pause. Wie gesagt, für uns schaut es nicht gut aus. Denn, ja, wir waren. Es geht halt nichts nach vorne. Und das ist halt, es läuft halt gerade nicht gut für uns. Wir müssen uns in der zweiten Halbzeit dringend verbessern, wenn wir noch das Spiel durchspielen wollen. Jetzt beginnt die zweite Hälfte. Harami steht am Mittelpunkt. Und jetzt muss sich dringend was verbessern. Wir brauchen die Kugel direkt. Aber was sind das denn für Pässe, Mann, Jungs? Man kann doch wohl erwarten, dass ihr einen Pass auf 10 Meter spielt. Und jetzt, der Ball muss auf Salami. Salami, vorbei am Gegenspieler. Harami, Salami. Und der macht das Tor. 58. Minute und Harami Salami macht das Tor und dann hier fährt er in seinem Heimatland in Grönland Schlittschuh. Wir gucken uns ganz an. Mit dem Hackhacke nimmt er alle Hops und dann ins Kurzeck mit dem schwachen Rechten. Mit dem schwachen Rechten haut er ihn ins Kurzeck und wieso leckt die Scheiße jetzt? Ach, kack drauf. Hier sehen wir jetzt nochmal, was ein Abschluss von Harami Salami und der Trainer. Und wir zeigen dem Trainer, auf uns ist Verlass. Harami Salami, erstes EFL League One Tor. Und das war so wichtig für die Moral und für uns, für das Vertrauen des Trainers. Und ich würde sagen, das hat jetzt alles entlohnt, was in der ersten Halbzeit schiefgelaufen ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Szene, die einigermaßen interessant ist. Wir schalten die 82. Minute und wir können technisch, fußballerisch absolut gar nichts. Alles geht nur über Harami, denn der sich hier reinschmeißt und mit seinen Five-Star-Skills hier sich durchkämpft. Aber der Rest kann halt einfach gar nichts fußballerisch. Und deshalb müssen wir die ganze Zeit hinten drin stehen und hoffen, dass wir kein Gegentor kassieren. Und jetzt ist er drin.
85. Und das Tor, weil wir defensiv einfach und offensiv außer Salami halt nichts drauf haben. Alter, was war das denn schon wieder? Hier ganz, ganz schwach verteidigt. Und dann der Abschluss. Ja, den hätte man halten können. Aber wir sprechen von der dritten Liga. Gut, 1-1, 85. Salami kämpft sich durch. Harami, Salami. Das ist die letzte Aktion der Partie. Harami, Salami kommt nicht vorbei. Und jetzt ist das Spiel vorbei. Und es endet in einem 1-1. Was eigentlich in Ordnung geht, weil wir einfach komplett schlecht waren, außer halt Salami. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Menü wieder. Schade, dass wir hätten den ersten Sieg holen können im Pflichtspiel. Aber gut, wir sehen uns wieder im Menü. Aber erstmal gibt es nochmal eine Trainingseinheit, wo Salami mal ausnahmsweise gut abschneidet. Natürlich nicht. Es steht das nächste Spiel bevor und wir dürfen mal wieder nicht spielen. Dann simulieren wir halt mal wieder. Und verlieren das Spiel. Wenn wir spielen würden, dann würden wir doch auch mal was ein Spiel gewinnen. Aber nein. Alter Leute, ich glaube, wir müssen mal wechseln. Die Mannschaft ist ja viel zu schlecht geworden. Aber gut, wir bleiben noch ein bisschen. Denn Akin Fenwar hat seine Karriere auch noch nicht beendet. Jetzt steht das nächste Spiel bevor. Wir dürfen wieder nicht spielen. Also Leute, ich finde das eine Frechheit. Wir machen ein Tor gegen Oxford und der Trainer gibt uns immer noch nicht das Vertrauen und wir verlieren mal wieder. Kein Wunder, Mann. Lass uns doch mal spielen. Was ist dein Drecksproblem, Trainer? Vor dem nächsten Spiel gibt es mal wieder eine Trainingseinheit, die Salami mal ein bisschen besser abschneidet als sonst. Und hier sehen wir nochmal, wir haben in einem Spiel alles erreicht, weil wir einfach einen Unterschied machen können in einem Spiel. Aber der Trainer setzt uns trotzdem nicht ein. Ach geil. Ah, wir kriegen nochmal kurze Ziele. Wir sollen eine Torquote von 14%, eine Vorlage und ein Tor erzielen. Natürlich erwarte ich dann wieder Einsätze wiederum. Und wir dürfen auch gegen Ispitch spielen. Das letzte Spiel wird es dann sein in der Folge. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange rum und starten direkt ins Game. Und jetzt startet auch das Spiel. Wycombe Wanderers gegen Ispitch. Dann Salami steht am Mittelpunkt. Passt zu seinem Mitspieler, das Spiel beginnt. Salami direkt auch im Mittelpunkt, hat den Kugel und ihr seht, wie er die Bälle verteilt. Er ist so wichtig fürs Team. Aber der Trainer sieht es halt noch nicht so ein. Aber jetzt wieder Salami mit einem guten Pass. Und jetzt, da muss der Ball schneller kommen, Männer. Er kann nicht alles alleine machen, aber ich würde sagen, wir sehen uns wir sehen uns zur nächsten interessanten Szene wieder. Und jetzt bei Salami in der Offensive am Ball. Salami, oi, was für Skills. El Salami. Salami an allen vorbei. Salami wird gefoult im Strafraum. Und der Schiedsrichter sagt Ball gespielt. Und es gibt Eckball. Also ich habe das anders gesehen. Aber Salami vielleicht mit dem Kopf. Aber der Keeper pariert. Gute Möglichkeit. Aber nochmal Ecke. Vielleicht nochmal. Die Chance für Salami. Aber es ist immer noch nicht vorbei. Salami am Ball. Salami. Macht das klasse. Salami mit dem schwachen Rechten. Und wieder eine Parade. Was für Szenen gerade. Ganz, ganz, ganz großes Kino gerade. Und wieder der Ball für Harami. Aber diesmal verliert er die Kugel. Also das ist ganz, ganz starke 5 Minuten hier von Harami Salami. Und er kämpft gleich wieder um die Kugel. Und hier wieder der Ball auf Salami. Soll es einfach mal aus der Distanz probieren. Salami! Und was ein Tor von Harami Salami! 25. Minute, was ein Tor! Vom Grönländer sagt man das so. Ich weiß es nicht. Aber hier gucken wir doch mal mit seinem starken Link mit dem Innenriss. Perfekt ins Eck, nichts zu halten. Und Harami Salami belohnt sich. Nach 20, 25 Minuten, ich weiß gerade nicht. Mit einem Tor. Weil er klasse 25 Minuten gespielt hat. Und jetzt ist das die Belohnung. Zweites Tor für Harami Salami in der EFL League One. Das macht einfach einen Weltklasse-Spieler aus Wien. Harami Salami. Und jetzt geht's in die Pause mit diesem 1-0, mit diesem verdienten 1-0 natürlich von Harami Salami, dass er sich redlich verdient hat. Aber hier sehen wir es nochmal, 5 Versuche von Salami in der ersten Hälfte. Und ich hoffe natürlich, dass er daran anknüpfen kann in der zweiten Halbzeit. Und würde sagen, dort springen wir direkt hin.
und diese beginnt jetzt. Ispic stößt an und es geht in die zweite Hälfte der Partie. Und ich würde sagen, wenn was Interessantes passiert, werdet ihr es als Erste erfahren. In diesem zweiten Abschnitt. Jetzt vielleicht geht mal was über Salami, der das Auge hat. Was ein klasse Ball für den Mitspieler. Ich weiß nicht, wie er heißt. Er hat die Möglichkeit, Tor. 2:0, 65. Minute. Und wer heißt der Vorlagengeber? Natürlich, Harami Salami hat das Auge. Weltklasse Pass hier vom Grönländer. Was ein Tor. Hier seht ihr es, hat er das Auge. Dann läuft er wie eine Oma. Aber die anderen sind ja noch langsamer als eine Oma. Die sind ja wie tote Menschen, laufen die. Und dann Dovborn, keine Ahnung, ob der so heißt, haut den dann rein. Zum Glück, zum Verdienten, nicht zum Verdienten, in der zweiten Hälfte sind die Gäste besser, aber zum wichtigen 2:0, denn das bringt nochmal ein bisschen Sicherheit. Namdi Ofobor Bori, wie auch immer, mit dem 2:0 durch die Vorlage von Harami Salami. Klasse Spiel hier von Harami. Wir sehen uns in der nächsten guten Szene, Alter. Bin ich gut gelaunt. Jetzt nochmal eine Aktion für Salami. Vielleicht kann er nochmal irgendwie sich nochmal krönen. Salami an allen vorbei. Harami Salami, was ein Traumspiel. Von Harami Salami, wieso hört man keine Fan, kein Fan gejubelt, keine Ahnung. Achso, weil ich es auf leise habe bei mir. Aber gut, Salami macht hier nochmal zur Krönung den Doppelpack und eine Vorlage an allen Toren beteiligt. Harami Salami mit der 10. Fernasch hier den Gegenspieler und dann läuft er durch und dann hat den auf dem starken Linken und haut den ins Lange-Eck. Unfassbares Spiel hier von Harami Salami. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer nur lobenswerte Worte. Der Trainer ist auch komplett außer sich. Und damit war's das. 3:0 Endstand, Salami, Doppelpack und eine Vorlage. Und ich würde sagen, damit kann man die Folge super beenden. Und damit würde ich sagen, beenden wir die Folge. Einfach nochmal ein Weltklasse-Spiel von Harami Salami. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich gerne sehr über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr diesen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, würde ich mich umso mehr freuen. Es sind 2 einfache Klicks, mit denen ihr mich so sehr unterstützt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Danke für euren krassen Support. Road to 60 Abos. Und ich würde sagen, ich bin raus. Ciao, ciao. Bis die Tage, meine lieben Freunde.